In diesem kleinen Video zeige ich euch, wie ihr bei Outlook, was man hier seht, Standard Outlook auf Windows 10 Desktop, die Signatur ändern und den Absender ändern. Das heißt, die einfachste Weise, wenn man irgendwas machen möchte oder wenn man neue Mail zum Beispiel schreibt, wir fangen an mit neue Mail. Wir machen hier neue Mail, dann sehen wir ja hier oben ist eine Standardadresse, die kann man ändern und die Signatur. Hier oben gibt es eine Signatur, die Signaturen kann man auch ändern. Die sieht man erst, wenn man eine Mail öffnet. Also gibt es auch sicherlich hinter noch so ein Bedienmenü. Aber am einfachsten ist, man macht ein Ding auf und da haben wir hier unter den unteren Punkt nimmt man Signaturen. Da kann man neue Signaturen erstellen. Test neu, also Weihnachtszeugs zu Weihnachten und dann hier Raimund und Pop. Und jetzt, da gibt es auch Signaturvorlagen. Und jetzt, wenn man dann eine erstellt hat, man muss ja natürlich auch speichern, ja, dann kann man hier oben bei dem rechten Teil, kann man sagen Standardsignatur und zwar möchte man, dass diese wenn man mehrere Accounts hat, welche soll geöffnet werden? Und man hat hier bei neue Nachrichten, also wenn ich ganz was neu habe, kann ich sagen, ich will hier diese neue Test haben, aber egal wo sie herkommt. Und man kann auch hier sagen, von welchem Account also das laufen soll, also ob das auf alle läuft. Ich zeige es mal nochmal gerade im Hintergrund. Das ist ja so, dass wenn man hier mehrere Accounts hat, also wenn einer mehrere Domänen hat, ich habe einen Gmail-Account, ich habe meinen Programmierer-Account, einen Privat-Account und je nachdem, welchen man hat, kann man jetzt quasi sagen, ich möchte von hier aus eine neue Mail erstellen und wenn ich dann sage, neue E-Mail, das sehen wir jetzt hier, das ist meine neue Domäne, von der ich auch starte, also wenn ich schon eingeklickt bin und man sieht hier diese Signatur, die mit dem Account mitgegeben wird und die kann man, um diese handelt es sich bei den Signaturen, die kann man hier oben einstellen. Man kann also sagen, hier Standardsignatur auswählen, ich möchte standardmäßig, dass A über diesen Account, über meinen Standard Geschäftsaccount zum Beispiel geht, also über meine Codoku und ich möchte, dass bei neuen Nachrichten, wenn neu geschrieben wird, die Codoku quasi verwendet wird. Das sind diese Dings, die löschen wir hier wieder. Man findet es, wie gesagt, am leichtesten, indem man hier oben diese Einstellungen vornimmt bei diesem rechten Block. Jetzt gucken wir mal nochmal. Machen wir das nochmal zu. Wir machen eine neue E-Mail, haben hier dieses schöne Ding dran. Wir sehen hier, das kommt aus diesem Account raus.